Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Ich bin Adam Arndt, euer Moderator, und Anne lacht mich hinter der Kamera aus. Was ist denn da los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerdstube. Ich bin Adam Arndt und führe heute durch die Ausgabe. Und mit mir dabei ist heute die wunderbare, oft kopierte, selten erreichte... Lenka! Hallo! Unsere Themen sind wieder kunterbunt durchgemischt aus den Bereichen Comics, Serien, Filme und vielleicht auch Games. Mal schauen. Und wir fangen auch gleich mal an, würde ich sagen. Eddie. When you came to us, what did you find? Home. Unser erstes Thema heute ist The Path, eine neue Serie, die ihr bei Amazon sehen könnt, nämlich ab dem 15. September gibt es alle 10 Folgen der ersten Staffel zu sehen. Darüber sprechen wir heute, weil Lenka hat die komplette Staffel gesehen, ich muss zugeben, habe nur ein bisschen gesehen, den Anfang der Serie, und wir wollen die euch heute mal ein bisschen ans Herz legen, was ist gut, was ist nicht so gut, wer macht da mit, wer hat es geschaffen und so weiter. Die Serie lief in den USA bei Hulu, einem VOD-Anbieter. Und dahinter steckt der Produzent Jason Kattems, den kennt man von Friday Night Lights oder Parenthood, wo Lenka immer davor gesessen hat und sich die Augen ausgeheult hat bei jeder neuen Folge. Er war auch Produzent von der Serie About a Boy und ist nun hier auch wieder Produzent, aber Showrunner ist diesmal die gute Jessica Goldberg, und die hat auch bei Parenthood mitgearbeitet. Ja, 10 Folgen gibt es jetzt komplett bei Amazon Prime. Lenka, du kannst ja mal kurz vielleicht zusammenfassen, worum es geht. Also es geht um eine, wir würden Sekte sagen, das hören die Follower aber gar nicht gern, die nennen es eine Bewegung. Mhm. Es erinnert leicht, ab und zu auch ganz stark an Scientology. Darf man das hier so sagen? Ich glaube. Bitte verklagt uns nicht. Und es geht im Grunde um eine Familie, die in der Sekte lebt. Und um ihre Beziehung außerhalb und innerhalb der Sekte. Ja. Das war's eigentlich. Wer spielt denn mit? Das ist die weitere interessante Frage, die sich da stellt. Die Prämisse würde natürlich kein hinterm Ofen hervorlocken, aber die Darsteller sind natürlich super. Da ist einmal Aaron Paul aus Breaking Bad. Und The Price is Right. Also wenn ihr diesen legendären YouTube-Ausschnitt vielleicht kennt, den Ernie vielleicht jetzt an dieser Stelle mal reinschneidet. Bling, bling, bling. Zweite Hauptbesetzung ist Hugh Dancy aus Hannibal. Claire Danes Ehemann. Und die dritte Hauptrolle spielt Michelle Monaghan aus True Detective. Und Mission Impossible 3, da hat sie mal Tom Cruise Ehefrau gespielt. Eine Mary spielt noch eine größere Rolle, das ist Emma Greenwald. Der Sohn der Familie, der ist 16 Jahre alt, der spielt auch eine große Rolle in dem ganzen Drama um die Sekte, das ist Kyle Allen. Bei dem habe ich mich gefragt, als ich den Piloten gesehen habe, kaufe ich Aaron Paul jetzt ab, dass er schon einen 16-jährigen Sohn hat, ja, wenn ich bei Breaking Bad glauben sollte, dass er irgendwie noch so ein Schüler ist. Das war ein bisschen schwierig, Aaron Paul als Familienvater wahrzunehmen, weil er spielt schon eine ähnliche Rolle, oder? Findest du nicht? Ja, also er ist ein gebrochener Mann, der früher Probleme mit Drogen hatte, schwere Vergangenheit hat und so in die Sekte reingerutscht ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich spoilern darf. Wir spoilern hier an dieser Stelle erstmal nicht sehr weit. Wir beziehen uns erstmal auf die erste oder die zweite Episode, damit ihr ungespoilert da reingehen könnt, anders als bei Narcos letzte Woche. Also wir sprechen wirklich kurz nur über die Pilot, und dann gibt es vielleicht einen ganz kleinen Ausblick an einer späteren Stelle noch. Genau. Also am Anfang, ich weiß nicht, wie geht's dir mit Hawk? Mochtest du ihn? Ja. Also am Anfang ist er ein bisschen anstrengend, aber zum Ende der Serie wird man ihn ins Herz schließen. Ich fand den Einstieg der Serie relativ interessant, weil ich erstmal gar nicht wusste, wo bin ich hier eigentlich? Ist es hier eine dystopische Welt oder nicht? Was ist hier gerade vorgefallen? Es klärt sich relativ schnell auf. Es gibt einen Hurricane, und die Sektenmitglieder suchen dann nach den Opfern und geben denen so ein paar Dinge, die sie brauchen, also Verpflegung, Wasser und so, und ermöglichen denen dann auch mitzukommen zu ihrem Movement da. Ne? Genau, die retten sie quasi aus einer misslichen Lage, und natürlich sind sie dann dankbar, dass sie irgendwie Hilfe
bekommen haben. Und so akquirieren sie neue Mitglieder quasi. Ja, und Aaron Pauls Figur war auch kurz bei so einem Treffen, was irgendwie auch so seine komplette Denke über das Movement verändert hat. Und seine Frau erkennt ihren Mann so erstmal gar nicht wieder und fragt sich, was ist da eigentlich mit dem passiert? Und man merkt sehr schnell, dass er Zweifel hat an dem Movement. Genau, er war halt in Peru und eigentlich war das sowas wie wie eine Schulung oder Vertiefung. Dort hat er irgendwelche Drogen genommen. Crystal Meth? Ayahuasca. Aha, das sollte ich aussprechen. Warum sollte ich das aussprechen? Und die wirken psychedelisch. Und dann sieht er halt manche Personen, aus seiner Vergangenheit, die da nicht sind und die eigentlich nicht da sein können. Und stellt nach dieser Reise das ganze Movement in Frage, also die ganze Bewegung. Aber da ist noch eine Person, die in Piloten ein bisschen mysteriös daherkommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende aufgelöst wurde. Ich sag's jetzt einfach. Ja. Das ist eine Aussteigerin, das ist die Allison. Das wird sich relativ schnell aufklären, dass sie eine Aussteigerin ist, weil ihr Mann angeblich von der Sekte umgebracht wurde. Und das ist quasi die Verschwörung hinter der Sekte, die halt Aaron Paul bzw. Eddie dann ins Grübeln bringt und er das alles in Frage stellt. Seine Frau Sarah ist sehr gläubig, also die ist da auch in die Sekte hineingeboren und dort aufgewachsen und die ist völlig überzeugt davon. If darkness falls, we are light. Die Sekte, die wir hier die ganze Zeit ansprechen, der Sektenführer heißt Myers und der hat auch zahlreiche Bücher schon zum Thema geschrieben und ist jetzt auch, glaube ich, gerade noch dabei, weitere zu schreiben, oder? Und die Sektenbewegung heißt Mayerism, glaube ich. Ja. Ja, und woran glaubt die denn eigentlich? Na, sie glaubt an das Licht. Und nicht direkt an Gott. Die glauben, dass sie, wenn sie sich frei machen von den weltlichen Dingen und wenn sie ihre Probleme und so hinter sich lassen, dass sie ins Licht finden. Und sie denken auf jeden Fall, sie sind was Besseres als alle anderen. Sie bemitleiden uns, also die Nichtgläubigen, und nennen uns Ignorant Systemites. Sag es nochmal, Adam. Ignorant Systemites? IS, ja. IS nennen die uns. He lives so deeply in truth that light literally surrounds him. Ja, und wie gefällt dir die Säge bislang so? Wir haben, glaube ich, bei Serienjunkies eine Pilot-Review gehabt. Die hat der Säge 5 Sterne gegeben. Nachdem ich es jetzt nochmal gesehen habe, ich bin ein bisschen kritischer, glaube ich. Mich hat der Pilot nicht ganz so eingefangen mit 5 Sternen oder so. Es ist auf jeden Fall sehenswert, aber ich würde sagen, dass es da schon so ein paar Längen gibt. Ich habe nämlich immer ein paar Probleme mit Serien, die wirklich eine Stunde lang gehen, weil es dann manchmal so ein paar Längen gab und das Gefühl hatte ich jetzt auch bei der Säge. Zugegeben, ich habe sie nicht ganz wach gesehen, aber das ist vielleicht mein Problem. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterschauen. Hast du Kritikpunkte oder besondere Pluspunkte, die du rausstellen würdest? Na, ich habe mir ja den Piloten auch nochmal angeguckt, weil ich halt ein bisschen vergessen habe, wie gut er war. Also ich hätte nochmal, also Henning hat die Reviews geschrieben und auch wirklich tolle Reviews, er nimmt das richtig auseinander. Und hat 5 Sterne für den Piloten gegeben. Ich würde die auch geben, weil die Charaktere werden super eingeführt. Das Thema ist interessant und faszinierend. Stimmt, es gibt selten im Serienbereich, dass so ein Sektenthema behandelt wird. Es ist großartig erzählt. Und ich finde auch, dass im Piloten eigentlich schon sehr viel passiert. Okay, ja, klar. Also es ist langsam erzählt, aber dennoch passiert viel. Also Carl, also Hugh Dancy, wird am Anfang des Piloten als quasi ein Engel dargestellt. Ja. Und schon am Ende der Pilot-Episode weiß man, dass er es nicht ist. Ein Wolf im Schafpelz vielleicht. Uiuiui. Obwohl man in dem Falle natürlich auf seiner Seite ist, aber man merkt halt, dass er ein bisschen Aggressionsprobleme hat. Und mich auch nicht missverstehen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie eine schlechte Säge ist oder so. 5 Sterne würde ich vielleicht nicht ganz teilen, so 4 gehe ich komplett mit d'accord. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Eine 2. Staffel ist ja auch schon bestellt. Ne? Genau. Amazon bringt die Säge jetzt relativ, also schön kompakt wieder, wie es von Amazon gewohnt ist, komplett am Stück, Deutsch und Englisch. Könnt ihr ab dem 15. September dort sehen, wenn ihr Amazon Prime-Kunden seid.
und einfach mal reinschauen und uns dann mitteilen hier, was ihr davon haltet. Fahr doch jetzt nicht zurück. Wir machen jetzt weiter mit dem Thema Film und dazu habe ich mir den Axel eingeladen, der nämlich einen tollen deutschen Film gesehen hat. Hallo, oder? Chick heißt das gute Werk und stammt von welchem Regisseur? Fatih Akin. Ach, wo kennt man den her? Kein geringer. Sehr, sehr viele Filme. Also sein bekanntester und vielleicht auch mit den meisten Preisen überhäufter ist Gegen die Wand von 2004. Aber er hat danach und davor noch viele andere Sachen gemacht. Sein Durchbruch war vielleicht so ein bisschen Im Juli. Das ist ein Road-Movie, der dem, den wir jetzt vorstellen werden, ziemlich ähnlich ist. Und sein erster Film war Kurz und schmerzlos. Mit dem ist er so mit einem großen Bang quasi auf die deutsche Arthouse-Bühne gekommen, was jetzt nicht keine besonders große Bühne ist, muss man sagen. Aber das deutsche Arthouse-Kino war quasi auf diesen Regisseur aufmerksam. Und genau, und dann kam Gegen die Wand, ja, das große Ding, und seitdem hat er noch andere Sachen gemacht, Soul Kitchen zum Beispiel und Auf der anderen Seite, was zwei sehr gute Filme waren, und jetzt eben Chick. Mhm. Und worum geht's da jetzt, grob gesagt? Chick ist die Verfilmung von einem Bestseller-Roman von Wolfgang Herrndorf, ein Autor, der leider vor ein paar Jahren verstorben ist und das als so sein größtes Werk hinterlassen hat. Das ist so ein typischer Bildungsroman, ein Coming-of-Age-Roman. Oh, dein Thema. Mein Thema auf jeden Fall. Coming-of-Age und Road-Movie, Road-Roman, der jetzt zu einem Road-Movie gemacht wurde. Und es geht um den, ich glaube, 14- oder 15-jährigen Mike Klingenberg, der ist ein Außenseiter an seiner Schule, wird von allen nur Freak genannt. Oh. Und ja, hat irgendwie eine Alkoholikermutter, einen Vater, der fremd geht und ihn dann 2 Wochen alleine zu Hause lässt. Und in den Ferien, und kurz vor den Ferien, hat seine Klasse einen neuen Mitschüler bekommen. Und der heißt eben Chick. Wir haben einen neuen Mitschüler. Sein Name ist Andrei Chicha. Chick. Kurz für Anton Chicharito. Chicharito, wie der Fußballer oder was? So ähnlich. Chichachow. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Andrei Chichachow. Gut, dass du es dir aufgeschrieben hast. Und er ist so ein krasser, noch ein krasserer Außenseiter als Mike, aber er wird eben von vielen mit Respekt behandelt, weil gemutmaßt wird, dass er aus der russischen Mafia stammt. Das gute alte Russen-Mafia-Ding. Ja, genau. Und er hat halt mega viel Respekt. Er kommt so mit einer Lidl-Tüte in die Schule. Und als Rucksack oder was? Genau, als Rucksack, okay. Und hat halt nur so crazy Klamotten an und findet eine Jacke, die Mike hat, findet er total toll, und dann bonden die beiden so ein bisschen. So. Und auch, weil sie halt die beiden Außenseiter sind in der Klasse. Und sie werden dann irgendwie beide als Einzige nicht auf eine Party von den beliebtesten Mädchen der Klasse eingeladen und stürmen aber dann zusammen die Party mit einem geklauten Auto, das Chick geklaut hat. Nein, Mann, ist nur geliehen. Mit 14. Genau, okay. Mit 14. Also er kann schon Autos knacken. Und dann geht es zu einem crazy, crazy Abenteuer quer durch Deutschland. Sie wollen nämlich in die, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Was gibt es noch außer Pampa? Sowas ähnliches. Nee. Und was? In die Provence? Nee, sowas ähnliches wie Pampa. Die Walachei. Die Walachei, genau. Okay. Weil da stammt Chicks Familie her und Mike glaubt nicht, dass es die Walachei wirklich gibt. Und dann wollen sie mit dem Auto dahin fahren und erleben da sehr viele Abenteuer und lernen noch ein anderes Mädchen kennen, das auf einem Schrottplatz lebt. Und es ist sehr, also es ist so ein typischer Bildungsroman. Die Helden lernen alle was am Ende und ist aber sehr, sehr beschwingt inszeniert. Und das Buch ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von meiner Seite. Also du würdest jetzt schon eine Kino-G-Empfehlung aussprechen 100%. Für den Film? Ich habe mich, also es ist vielleicht einer meiner most anticipated movies of 2016. Okay. Also die Filme, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Keine Ahnung, warum ich das jetzt auf Englisch gesagt habe. Aber das ist Pflicht bei uns. Genau, das ist Pflicht bei uns. Unser Denglisch kennt ihr ja alle. Und ja, ich freue mich, ich habe mich riesig gefreut auf die PV. Und die war auch extrem voll, muss man sagen. Also normalerweise sind so PVs ja nur bei so großen Blockbustern sehr gut besetzt. Und da hast du wirklich gemerkt, auch bei den Kritikern ist schon viel Erwartungshaltung da, weil der Roman eben auch so bekannt und berühmt ist und wird ja mittlerweile auch in vielen Schulen gelesen. Also ich gehe davon aus, dass viele Schulklassen auch in diesen Film gehen werden und dass er auf jeden Fall ein Erfolg wird. Dabei ist er noch gar nicht so alt, oder? Der Roman, ich habe
nachgeschaut, 2010 oder so kam der erst raus? Genau, der ist jetzt erst ein paar Jahre alt, aber er eignet sich perfekt zur Verfilmung, muss man wirklich sagen. Und da macht Fatih Akin eben auch nichts falsch. Er macht aber auch, muss man sagen, nichts richtig. Nein. Das wäre jetzt die logische Schlussfolgerung gewesen, aber das stimmt nicht. Er macht sehr, sehr vieles richtig, aber er macht auch nichts Außergewöhnliches, muss man sagen. Also er macht jetzt keine visuellen Experimente, bis auf eine kleine Szene vielleicht am Ende, aber ansonsten ist es alles ziemlich straightforward und hält sich sehr, sehr nach an das, sehr, sehr nah an das Buch, bis auf eine Sache, die er verändert hat, die mir persönlich ziemlich übel aufgestoßen ist, weil es am Ende kommt. Das werden die Leute, die das Buch kennen, die werden das auf jeden Fall sofort merken, was ich meine. Aber ansonsten hat er sich sehr nah an die Vorlage gehalten und es ist auch wirklich ein sehr, sehr unterhaltsamer Film rausgekommen, der routiniert inszeniert ist mit guten Hauptdarstellern. Ich habe mir sehr aufgeschrieben, Chick wird gespielt von Anand Badbilek und Mike von Tristan Göbel. Das sind jetzt zwei unbekannte Darsteller, weil sie auch sehr jung sind. Aber ja, auf jeden Fall absolute Empfehlung meinerseits und auch ein super Soundtrack hat der Film. Also viele coole, nicht so ganz bekannte Pop-Hits, die man sich, wenn man sich ein bisschen mit Musik beschäftigt oder dafür interessiert, dann kennt man die, aber es sind jetzt nicht so Sachen, die im Radio hoch und runter laufen. Deutsch oder Englisch? Beides. Okay. Ja. Gibt es irgendwas, womit du es jetzt auf Anhieb vergleichen könntest? Von Fatih Akins Werk wird mir da einfallen im Juli, den ich vorhin schon erwähnt habe, weil es auch so ein Roadmovie ist. Da sind die Protagonisten älter, aber es ist halt eben auch so dieses klassische Roadmovie-Feeling, was dabei aufkommt. Und von allgemein von Filmen wird mir jetzt vielleicht so von Coming-of-Age-Filmen vielleicht Y tu mama también, das ist ein, kennst du? Ja. Spanischer Film mit mexikanischer Film oder so, mit Gael Garcia Bernal. Da sind die Protagonisten zwar auch älter, aber da so ungefähr in die Richtung passt das schon. Cool. Landschaftsaufnahmen gibt es auch, wenn sie einen Roadmovie machen können? Gibt es auch viele von Deutschland halt eben. Also sie kommen nicht aus Deutschland raus. Ah, okay. aber das ist jetzt nicht so, steht jetzt nicht so im Vordergrund. Also es gibt eine coole Szene, wo sie durch ein Maisfeld brettern mit diesem geklauten Lader, den sie haben. Das ist halt auch eine ziemlich coole Karre, so eine alte Karre, mit der sie da durch die Gegend heizen. Und da hat dann Chick die Idee, die glorreiche Idee, durch ein Maisfeld zu cruisen und seinen Namen in das Maisfeld zu schreiben mit dem Auto, aber ich lasse jetzt mal offen, ob sie es schaffen oder nicht. Ihr könnt euch selbst vom Film überzeugen, ab dem 15. September, wahrscheinlich eher so in kleineren Kinos, vielleicht nicht unbedingt in allen großen Blockbuster-Kinos, aber Axie spricht eine Empfehlung aus. Und ich kann mir vorstellen, dass der in größeren Kinos läuft. Ja. Ja gut, stimmt, der Regisseur ist natürlich jetzt auch kein kleiner Fisch, aber... Ja, und der Film, also ich glaube, der hat auch das ist X-Verleih, wenn ich mich nicht irre, und die haben ja auch ein ziemlich breites Spektrum, was sie abdecken. Ja. Wir werden es sehen. Falls ihr eine Alternative zu irgendwelchen Blockbustern braucht diesen Sommer, geht da mal rein und checkt das aus. Do it! Kommen wir zum Comic-Teil. Ich habe euch hier wieder was Schönes mitgebracht, nämlich The Walking Dead The Alien. Das ist ein One-Shot, also eine Einzelausgabe von The Walking Dead, die zum ersten Mal in der Geschichte der Serie nicht von Robert Kirkman geschrieben wurde, sondern von Brian K. Vaughan. Den kennt man von ganz vielen fantastischen Comic-Serien. Ist einer meiner Lieblingsautoren tatsächlich. Der hat geschrieben Runaways, Why the Last Man, Ex Machina. Der hat im Marvel-Universum ganz viel geschrieben. Und sein Zeichenpartner ist Marcos Martin, ein spanischer Zeichner par excellence, der auch zu meinen Lieblingen gehört, tatsächlich nur meine Lieblinge heute mit dabei. Der hat zum Beispiel gezeichnet für Marvel Daredevil und Spider-Man in fantastischen Runs und Doctor Strange The Oath, was ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hier auch nochmal vorstellen werde. Es handelt sich nun um eine Einzelausgabe, die ihr beim Panel Syndicate runterladen könnt. PanelSyndicate.com, das werden wir vielleicht auch hier einblenden, mit der Magie des Schnitts. Und dort könnt ihr das Comic dann käuflich erwerben. Der Twist an der ganzen Sache ist, dass ihr so viel zahlen könnt, wie ihr wollt. Also ihr könnt entweder 50 Euro bezahlen oder auch 0 Euro, das ist tatsächlich auch möglich. Und dann könnt ihr euch das Comic in verschiedenen Varianten herunterladen, als PDF oder als durchblätterbare Datei, CBZ heißt die. Und es ist ein 32-seitiges Comic. Der Deal ist so entstanden, dass der Image Verlag, der Verlag, in dem Robert Kirkman, der Erfinder von Walking Dead, arbeitet, das vorherige Comic von Marcos Martin und BKV, also BKV, Brian Vaughan, veröffentlicht hat als schönes Hardcover für 50 Euro oder so. Und im Umkehrschluss haben die ihm dann erlaubt, ey,
ihr dürft auch mal eine Walking Dead-Geschichte für uns machen. Und herausgekommen ist dann diese kleine Geschichte, die handelt von dem guten, ich muss gerade mal den Namen nachschauen, genau, Jeffrey. Das ist eine Figur, die wir in Spanien kennenlernen und die sich dann herumschlagen muss gegen die Zombies und dort so ein bisschen kämpft. Unterstützt wird sie dabei von einer gewissen Claudia. Und es gibt einen wunderbaren Twist in der ganzen Sache, den ich hier aber nicht verraten möchte, aber nur so viel, der gute Jeffrey könnte verwandt sein mit jemandem, den ihr ganz gut kennt, der in Amerika lebt. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Geht zu Panel Syndicate, ladet euch die Ausgabe runter und wir haben, glaube ich, auch während dieses Beitrags hier schon so ein paar schöne Bilder durchflitzen lassen. Da seht ihr, dass Markus Martin auch jemand ist, der sein Werk versteht und der irgendwie ziemliches drauf hat. Also, wie ihr es von The Walking Dead auch gewohnt seid, wenn ihr die Reihe verfolgt, ist das Ganze in Schwarz-Weiß gehalten und an einer Stelle gibt es dann so einen kleinen Farbtupfer. Rot natürlich, wie es sich gehört bei so einem Zombie-Comic. Ja, und es gibt auch so ein paar spanische Einflüsse. Wer Fear the Walking Dead guckt, das ist natürlich deswegen auch interessant, weil die ganze Geschichte mal nicht in Amerika spielt oder in Nordamerika, sondern tatsächlich mal in Europa. Das habe ich mir, glaube ich, im Podcast auch schon relativ oft gewünscht, dass wir zu anderen Kontinenten mal wechseln. Und hier ist es tatsächlich mal geschehen. Also eine wirklich schöne Einzelausgabe, die ihr ohne viel Geld zu investieren euch tatsächlich mal runterladen könnt, wenn ihr Lust habt. Ich werde es tun. There's a vast ocean of shit that you people don't know shit about. Adam Arndt. Does every fine grain of said shit. Das war es auch schon wieder mit der zweiten Ausgabe der wunderbaren Nerdstube mit der wunderbaren Lenker und dem Awesome Arndt. Wir möchten euch dazu aufrufen, uns bei Twitter über Hashtag Nerdstube auch nochmal ein bisschen Feedback zu geben, es weiter zu sagen an eure Freunde, eure Familien und eure Eltern und überhaupt an alle da draußen, damit noch viel mehr Leute die Nerdstube kennenlernen. Und natürlich könnt ihr die Sendung dann auch am Wochenende bei YouTube nochmal komplett nachschauen. Oder wenn ihr nochmal ausführlicheres Feedback habt, bitte gerne damit an podcast@serienjunkies.de. Also alles, was nicht in 140 Zeichen passt zum Beispiel. Ansonsten könnt ihr uns bei Twitter finden. Ich bin Awesome Arndt, Lenker. Fahrradlenker. Genau, und wir freuen uns einfach auf eure Zuschriften und sehen uns dann nächste Woche hoffentlich wieder mit frischen Themen. Schaltet wieder ein. Bye. Leute, hallo. Warum will denn niemand mit mir über Star Trek reden? Mann. Happy Birthday, Star Trek. Live long and prosper.